hätte mir eigentlich eine Schere mitnehmen können sollen. Ich weiß schon, dass ihr das immer seid. Ihr fiesen, runterhängenden Gedönsdinger. Ach, du willst das ganze Biom haben. Hast du dir bei Shiny Map ein Ding gesetzt, einen Wegpunkt für dich zu Hause? Also für dein Zuhause? Dann schaue ich mal, ob ich das richtig rum im Kopf habe. Gut, dann habe ich ja heute wenigstens etwas geschafft, und zwar für dich ein schwarzes Biom gefunden. Aua! Ich habe vergessen, dass hier ja alle Akkus sind. Was habt ihr jetzt davon? Nochmal andere Farbe wie hier. So. Ist gar nicht mal so klein. Das Einzige, wo man wirklich was von Nightwischen hat, meiner Meinung nach, ist unter Wasser, wenn man irgendwie fett am Tauchen ist. Aber so über Wasser eigentlich weniger. So, Wanderer-Zambium, wir reisen weiter. Ja. Da geht es aber tief runter. Da war doch gerade. Das sind doch ganz normale Landschaftsblumen gerade gewesen, die gelben, oder nicht? Sehr mysteriös. Taschen voll.
bin ja gespannt, was du dann mit dem schwarzen Biom machst, beziehungsweise wofür du es dann eigentlich ja benötigst. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es nur gefunden. Marble, Basalt. Andere Blumen. Schön. Tasche ist wieder voll. Vielleicht finde ich ja noch mal irgendwo eins und sage ich dir Bescheid. Ich muss halt immer nur wissen, was ihr braucht. Ich mache mich dann auf eine lange Reise, bis ich irgendwas Brauchbares finde. Zeug nehmen wir auch mit. Das ist ein Vogel. Okay, woanders sterben. Warum sieht es hier so komisch aus? Ich glaube, meine Taschen sind schon wieder voll. Kann es sein? Ja. Und Blumen nehme ich mit, weil ich das so haben will. Was nutzt du das? Und noch eins. Jetzt nicht mehr. Ach, Spinnen, das sind doch keine. Da noch mal andere bunte Blumen. Aua. Jetzt reicht's mir aber. Ich will hier doch nur entspannt Blume pflücken. Ernsthaft? Gott, warum sind meine Taschen so schnell voll?
Da oben ist noch was. Kämpfen. Ich will doch nur Blumen. Nur Blumen. Blumen, Blumen, Blumen. Blumen. Sachen gibt's. So. Endlich mal ein bisschen Abwechslung von Blumen dann auch im System. Dass man dann auch mal ein bisschen was abwechselnd bunt bauen kann. Ein bisschen dekorieren. Da ist ein Hühnchen drin. Voll eingewachsen. Ja, Night Vision bringt rein gar nichts. Nur unter Wasser irgendwie. So meine Erfahrung. Jetzt hier runtergehe und man sieht nichts. Jetzt nicht mehr hier. So, das liegt am Shader. Das kann natürlich auch sein. Ein kleiner Schneeberg. Ein kleiner Berg mit Schnee drauf, meine ich. Was gibt's denn hier so schönes? Nix. Da drüben vielleicht? Zugefrorenes Wasser gibt's hier. Und lila Blümchen. Das Schneeding ist größer als gedacht. Und tiefer. Aber es ist natürlich kein reines Schneebjörn, das ist jetzt hier nur so, weil, ja, weil hier hohe Bäume stehen, weil die hier hoch sind. Was ist das hier? Was mit Kiste? Was hab ich hier? Conduit Grove? Was ist das? Na egal, ich nehme es mal mit. Da rein. Irgendwas muss es ja gut sein. Und Goldschrift. Details übers Netzwerk. Okay. Und irgendwas mit Settings. Okay.
Packe ich erstmal hier rein. Ja, ich weiß, das ist meine persönliche Tasche. Ups. Aber auch nur, weil ich erst einmal wissen will, was das überhaupt ist. Und da ich bei uns am Server derjenige bin, der mit dem ganzen MI-Kram rumarbeitet, dachte ich mir, macht es auch Sinn, wenn ich das Ding nehme. Wir haben hier so einen Aufwind, dass ich hier hochsegeln kann. Okay. Ist ja lustig. Aber es lässt mit dem Aufwind nach. Na gut, wir sind ja auch schon ganz oben. Aha. Zack. Und abwärts. Und... Ich stehe jetzt vor einem ernsthaften Problem. Ich habe hier einen Baum, der aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist. Und eigentlich würde ich ihn hier mitnehmen. Allerdings gefällt mir der hier. Ist da ein Zombie-Spawner drin? Tatsächlich. Aber das spawnt keine Monster. Das spawnt Vögel. Oder? Da ist eine Kiste. Hier oben. Ich habe keine Schere dabei. Oh, ich sehe gerade, es ist jetzt kurz nach 5. Jetzt mal kurz das Päuschen machen, was ist kurz, es wird schon ungefähr ein Stündchen dauern, aus dem schlicht und ergreifenden Grund, es ist Zeit, jetzt dann mit dem Hund rauszugehen und werde ungefähr ein Stündchen sein, danach selber noch was essen. Heißt, ich werde so gegen 7, schätze ich, wieder da sein. Bis dahin sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis später.